Die Eier, die können wir mal kurz. Hey Tom, hast du zufällig ein wenig Etei? Was ist Etei? Etei? Man muss ja wissen, ich bin ja nicht so der Hardcore 70.000 Mods Minecraft-Spieler, weshalb ich ein bisschen überfordert bin mit den Sachen, die der Patrick ständig machen will. Wo er sagt, das ist doch alles Kindergraben, alles. Das langweilt die Leute. Wo ich nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Und deshalb weiß ich nicht, was er meint. Clay. Clay meint er. Die Schriftart ist echt eine Katastrophe. Ich habe in der Tat Clay mitgebracht, ein bisschen. Allerdings habe ich den schon zu Brick verbrannt. Ich hoffe, dass ihm das trotzdem passt. Da. Brick. Kannst du damit was anfangen? Das weiß ich nicht. Habe Bricks. Ich höre Ton. Ich dachte, ihr hört nichts. Ich höre Ton. Das ist interessant. Ihr solltet eigentlich Ton hören, und zwar hier raus, aber da kommt nichts. Na gut, dann mache ich das hier so laut, dass ihr das hört über das Mikrofon. So. Clay gibt es auch in Vanilla Minecraft. Ja, aber es sah nicht aus wie Clay, sondern man muss, hat das jetzt weggeschmissen. Du kannst es mir trotzdem wieder geben. Ich mag Bricks. Weg. Da weg. Alles toll. Was, da gibt's denn dieses wertvollste Gut? Lange dafür gesammelt, lange dafür gebrannt. Dann sagt er, kann ich nicht gebrauchen, ist trotzdem weg. Ich will das wieder haben, wenn du es nicht brauchst. Wo bist du hin? Du gemeiner Brick-Dieb. Wir wollten eine Advanced Turtle machen, richtig? Das machen wir doch mal ganz kurz. Ganz kurz ist gut. Ich muss erst mal gucken, wie das funktioniert. Weil die brauchen ja ein bisschen mehr. Die brauchen ja. Die haben ein Farbdisplay und brauchen Gold. Okay. Advanced Computer brauchen wir natürlich. Klar, logisch. Advanced. Advanced Computer. Da sind wir. Was willst du? Du brauchst einen Redstone. Das haben wir. Jede Menge Gold und eine Glasscheibe. Das kriegen wir doch hin. Gucken, ob das alles da ist. Oh ja, ein Gold. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's schwierig. Okay, wir haben leider noch nicht. Uns fehlt Gold. Jetzt fehlt uns Gold. Das Mist. Ja, ich weiß, es gibt Wireless. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es gibt Wireless. Schau mein Videotraining, dann weißt du, dass ich weiß, dass es Wireless gibt. So. Gold Dust in der doppelten Kiste brennen steht hier. Ich weiß nicht, ob der Patrick böse ist, wenn ich. Das da? Nee, das ist. Wir haben kein Gold Dust. Ah, da ist mein. Das ist mein Clay wieder. Das Zeug da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Patrick das gut findet. Nee, nee, ist Gold. Ist tatsächlich Gold. In der anderen Kiste. Ich frag mal. So. Ah, Gold Dust einfach brennen. Okay, ich kriege hier schon Kommandos, dass das hier überhaupt gar kein Problem ist. Einfach brennen heißt dann wahrscheinlich hier drin. Gib Pfui, das machen wir jetzt nicht. Geht das hier einfach so? Tatsächlich. Tatsächlich. So. Ja, der Texture Pack ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, das gebe ich zu. So, da brauchen wir ja nicht alles. Wie viele Goldbarren brauchen wir? Von den Advanced Computer brauchen wir eine Runde. Und für die Turtle selber brauchen wir dann auch nochmal. Wenn ich das richtig gesehen habe. Lalala. Ob unsere Turtle unten schon krassen Scheiß gemacht hat? Ich bin mal gespannt. Ich würde dann sogar mehrere Stockwerke noch machen. Also ich würde das Ganze dann
noch eine Ebene tiefer und noch weitermachen. Ob zwei in der Höhe reichen, weiß ich noch nicht. Ich hätte gerne eine chaotische Lagerhaltung mit Turtles früher oder später. Also es wird noch spannend, wenn man da irgendwas drin macht. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. So, das dauert hier. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen was machen. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen Glas und wir brauchen Redstone. Wow. Ein Redstone brauche ich. Einer hätte gereicht. Und ein bisschen Glas. Das hier sieht aus wie Glas. So, einmal. Zweimal. Und dann das Gold. Juhu, ein Advanced Computer. So, dann war das hier so. Ach, Kiste brauchen wir schon wieder. Ah, zu viel Krimskrams. Zu viel Krimskrams. Ich bringe erstmal das Zeug wieder zurück. Damit mir niemand nachsagen kann, dass ich hier Ressourcendieb bin. Aber Holz würde ich jetzt klauen. So, Glas habe ich hier raus. Holz, Holz, Holz da oben. Ein bisschen Holz. So viel brauche ich nicht. Patrick schuftet sich den Buckel krumm, damit ich hier arbeiten kann. Und gleichzeitig, komm, was machen wir mal? Nein, nein, nein. So, wir bauen eine Kiste, habe ich gehört mal. Die kommt dahin, Advanced Computer kommt dahin und dann, ah, Gold. Hey, gib her. Ah, das reicht, das reicht. So, genügend Gold. Achso, und die Steine können wir wieder zurücklegen. Die hatte ich hier raus. Oh, oh. Das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Was war denn da drin? Das da war drin. Und das war da drin. Wofür sind die Slots hier eigentlich? Weiß das jemand? Hm. So. Wo würdet ihr Stein hinlegen? Das können wir hier rein. Ah, nee, das brauche ich jetzt gleich noch. Egal. Ja, das passiert so. Das läuft schon. Das läuft. So, jetzt aber. Falsch, Kiste haben wir schon. Wir brauchen. Mann, 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 wo ist der Computer jetzt? Da. Die Kiste brauchen wir. Und da brauchen wir wieder das Werkzeug. Achso, das können wir der anderen abnehmen. Zack. Und schon haben wir eine Advanced Turtle. Die Advanced Turtle, für alle, die das nicht wissen. Die hat so ein paar großartige Verbesserungen, unter anderem zum Beispiel ein Farbdisplay, was eine coole Sache ist, und außerdem ein Touchdisplay. Und ich glaube sogar eine höhere Auflösung und außerdem Multithreading, also man kann mehrere Prozesse gleichzeitig auf der Turtle starten. Man könnte also parallel den Abgrabeprozess und, keine Ahnung, Batteriestand, was weiß ich, damit abfragen. So, dann haben wir alles, was wir wollten. So, was kann ich denn hier lassen? Hühnchen. Basalt kann ich hier lassen. Den Rest nehmen wir jetzt einfach trotzdem mal mit. Limestone können sie behalten. Marble auch. Ich lasse einfach mal alles da. So. Und Gold vor allem. Gold lassen wir da. Das will ich nämlich nicht dabei haben. Und los geht's. Wir gucken, was die Turtle macht. Die Turtle gräbt sich da unten einen Wolf, hoffe ich. Mit ein bisschen Glück kann man hier schon was sehen. Nee. Wir müssen wohl... Achso, wir sind eher auf einer Ebene, wo man es gar nicht sehen kann. Wir hätten sie anders graben lassen sollen. Dann müssen wir jetzt nicht so weit laufen, um das zu beobachten. Naja. Was soll's. Dip, 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 dip. So, da sind wir. Mal gucken, wie es läuft. Es sieht ziemlich finster aus. Es sieht ziemlich löchrig aus. Aber ich glaube, es läuft. Ich mache mal so ein paar Fackeln hier hin. Da machen wir eine Fackel hin. Ah ja, und inzwischen ist sie offensichtlich auch voll. Das heißt, wir können die Ressourcen ernten, die unsere Turtle nicht mehr tragen kann. Aber, wo ist die Turtle?
Ich schwimme da mal durch und versuche, da alles dicht zu machen. Ah ja, hier haben wir einen See erwischt. Wir sind also definitiv nicht mehr unter dem Vulkan. Ist natürlich doof. Die Turtle ist weg. Die ist da stehen geblieben. Ist sie leer? Was ist los, mein Digger? Vermutlich ist sie leer. Wir haben keine Kohle dabei und können sie jetzt leider nicht füttern. Also sie würde jetzt endlos weiterhacken. Also sie versucht weiter zu fahren, weil wir ihr gesagt haben, dass sie in einer Endlosschleife immer wieder hier Sachen tanken soll. Das heißt, wir können jetzt eigentlich sie da stehen lassen und gleich mit Brennstoff zurückkommen. Da vorne war nämlich Kohle auch, habe ich gesehen. Da können wir uns jetzt mal händisch betätigen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass die jetzt sich nicht selber versorgen konnte. Und das hier ist auch ein bisschen blöd. Das war so nicht geplant. Ach ja, da sind wir also. Scheiße. Okay, da haben wir uns ein bisschen verrechnet. Das hätte ich gerne anders gehabt, aber was soll's. So, da ist Kohle. Ist natürlich ein bisschen wenig jetzt. Ich hoffe, dass meine Axt so lange hält. Gleich mal mit den Diamanten eine eigene Hacke machen sollen. Oder ihr die Turtle das ganze Ding weg. Die Axt wegnehmen. Weil die Spitzhacke ist gleich kaputt, wie ich sehe. Und ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Gut, dass ich Sachen weggeworfen habe vorhin. So. Der Stream ist mal wieder down. Schön. Hat aber lange gehalten, muss man sagen, ne? Wir streamen seit 1,5 Stunden und alles ist bisher stabil gewesen. Schade. Okay, also im Moment habe ich leider das Problem, dass der Stream down ist. Aber es hilft ja alles nichts. Ich kann nämlich leider nichts tun. Das liegt so ein bisschen an meiner Internetverbindung, die manchmal, da ich ja über das gute alte LTE verbunden bin, durchaus mal ab und zu Macken hat. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach aussitzen. Also kurze Aufklärung. Ich bin schuld, tatsächlich. Diesmal bin ich schuld. Was wir nämlich hier machen, ist, wir streamen hier mit 3 Mbit. Also für den Minecraft-Stream brauche ich einfach ein bisschen mehr Bandbreite, weil man da einfach mehr Grafik sieht. Weshalb ich hier mit 3 Mbit streame. Und das ist dann hin und wieder mal, die meiste Zeit funktioniert. Das hat ja jetzt 1,5 Stunden einwandfrei funktioniert. Und zwischendurch habe ich halt einfach mal so ein bisschen Bandbreite-Schwierigkeiten. Warum auch immer. Normalerweise, also mein Upload von LTE, das ist durchaus ordentlich. Normalerweise habe ich so 17, 18 Mbit, manchmal sogar mehr, was cool ist. Aber es gibt halt auch Momente, wo ich dann einfach weniger habe. So wie gerade eben. Das muss man leider aussitzen. Es geht leider nicht anders. Aber im Vergleich zu Live-Coding TV bin ich dran schuld. Und das ist okay. Ich weiß, dass ich daran nichts ändern kann. Weil es ja der gute LTE ist. So, jetzt können wir das mal zuschauen. Jetzt müsste im Idealfall, müsste unsere Turtle jetzt aus unserem. Nee. Leider stecken wir jetzt fest. Irgendwie funktioniert der Refuel nicht. Also wir laufen hier gerade nicht in dieses Skript rein. Das ist ein bisschen komisch. Shit. Okay. Leider, leider, leider tut das nicht. Ich werde hier mal kurz versuchen, das hier zuzumachen, weil ich natürlich kein Loch in meiner Decke hier haben will.
im Lager. Also eigentlich sollten wir diesen Bereich gar nicht verwenden, weil da ist halt direkt oben drüber dieser See. Hab's gleich. Da. Ah, hier trinke. Trinken will ich nicht. So, jetzt muss doch aber auch gut sein. Jetzt haben wir wahrscheinlich Source-Blöcke hier drin. Ne, das kann eigentlich gar nicht sein. Doch. Achso, da geht's noch weiter. Hab's gleich. Die typischen Minecraft-Probleme. Ja, ich will nicht ertrinken. Ach, man kann auch nicht sterben hier. Das ist das rechte System. Wir sind ja in der Stadt. In der Stadt passiert da nichts. So, jetzt müsste aber eigentlich... Ich dachte, ich hätte alle Source-Blöcke jetzt raus. Was macht denn die Turtle mit Source-Blöcken eigentlich? Ein Wasserlager, genau, damit wir genügend Wasser haben. Für alle. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Also unsere Turtle ist leider festgefahren. Ich weiß nicht warum. Boah, das machen wir jetzt wahnsinnig hier mit dem Wasser. Ich weiß leider auch nicht, wo die Source-Blöcke herkommen, weil eigentlich sollte die Turtle ja auch die weggenommen haben. Aber scheinbar gräbt sie kein Wasser ab. Mit der Spitzhacke. Das ist eine Frechheit. Wir lassen sie einfach nochmal durchfahren, dann. Okay, das scheint alles hier. Ich bin sehr effizient beim Abgraben des Wassers. Ich weiß. Da bin ich gut drin. Wenn ich was kann, dann Wasser abgraben. Scheiß kann ich. So, jetzt aber. Nein. Wie viel Wasser kann denn da sein? Wo ist denn... Na komm. So, jetzt haben wir das hier halbwegs... Leider ist sie festgefahren. Ich weiß nicht warum. Weil ich habe ihr neues Futter gegeben. Das war so ein bisschen die Idee, dass man ihr vielleicht einfach ein neues Futter hinlegt und dann... kommt sie ja in dieser Schleife, also ganz konkret, wo sie ja hier durchläuft. Und wir haben ja hier diesen Refuel drinnen. Und wir versuchen so lange vorwärts zu fahren, bis... Ach so. Der Refuel sollte natürlich hier passieren. Also auch hier. Das Problem ist nämlich der Forward. Der Forward verbraucht Sprit. Graben verbraucht keinen Sprit. So schlägt vor, dass wir einen Block vor die Turtle machen. Das wird das Problem nicht lösen. Weil wir, wie gesagt, in dieser Schleife hier feststecken. Und der Forward, obwohl... Ja, leider ist es jetzt so, dass der leere Tank dazu führt, dass wir hier drinnen stecken bleiben. Weil Turtle Forward nicht funktioniert. Entweder weil er blockiert ist oder weil der Sprit leer ist. Das kann also beides hier passieren. Und letzteres sorgt eben dafür, dass wir hier feststecken. Das ist schade. Das heißt, wir müssen das Skript hier abbrechen. Steuerung C ist hier, glaube ich, der richtige. Steuerung C? Steuerung C, dachte ich. Steuerung R würde das Ding neu starten. Das will ich eigentlich nicht. Steuerung T für Terminate. Danke. Sehr schön. So, das heißt, wir können das Skript eigentlich wieder korrigieren. Und das würde dann quasi im Prinzip machen wir die Prüfung. Wir können sie einfach reinmachen. Weil, wie gesagt, der einzige Moment, wo Sprit verbraucht wird, ist beim Forward. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann es zwei Gründe haben. Entweder es ist der Sprit leer, das würde das hier sicherstellen. Oder es ist irgendwas im Weg, das würde das hier sicherstellen. Gut, das ist also unsere Korrektur in die Richtung. Und wir müssen das Ding abbauen und wieder zum Anfang zurückstellen. Das ist ein bisschen blöd. Meine Spitzhacke ist auch kaputt. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wir können die Turtle mitnehmen. Kriege ich die abgebaut so?
Habe ich Holz dabei? Ja, immerhin. So, Stickies, Stickies. Ja. Was? Nein, das will ich mitnehmen. Oh Gott. Ja. Gut, das war das Inventar. Haben wir wenigstens die Kohle dabei? Ja. Gut. Also, dann nehmen wir das jetzt mal mit. Wir haben jetzt die Advanced Turtle. Das ist jetzt übrigens eine gute Gelegenheit, das Gerät auszutauschen, sozusagen. Machen wir das mal. Dann oh, scheiße. Wir setzen die Turtle hier hin. Nehmen ihr die Spitzhacke weg. Die brauchen wir nämlich jetzt. Nein, nicht IDE. Turtle.unequip, glaube ich. Wie nehme ich ihr das Detect? Dick, 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 down, drop, drop, drop. Ich will, dass sie ihr Gerät wegwirft. Place, place, place. Tja. So schwach werden wir die Advanced Turtle nutzen. Jetzt, ich will ja nur der alten die Spitzhacke abnehmen, damit wir das machen können. Mist. Equip. Left. Vielleicht einfach mit. Ah. So einfach wäre es gewesen. So, jetzt haben wir nämlich eine gescheite Spitzhacke. Jetzt können wir die Advanced Turtle hier mal kurz placen. Die sieht einfach genauso aus, nur dass sie golden ist. Dann geben wir der mal das Zeug hier. Turtle.equip left. Zack, jetzt hat die nämlich die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Dann können wir die hier mitnehmen. Ah, aber wir sollten die entsprechend umbenennen, damit wir nicht denselben Fehler wieder machen. OS. Wie war das jetzt gleich? Set. Nee, die Frage, wie lange der Stream dauert? Ich wollte bis 9. Also im Idealfall eine Fläche aushöhlen und dann, glaube ich, haben wir es schon. Computerlabel oder so, ne? Wie war das? Computerlabel? Computerlabel. Diese Autovervollständigung rockt dermaßen Digger Mark 2. So, jetzt hat das Ding keinen neuen Namen. Das hat gut geklappt. Ach, wisst was? Label Set Digger M2. So, das ist der bessere Digger Set Computer Label. Dachte ich, hätte ich ausprobiert, aber So, ist hier noch irgendwas drin? Nö. So, dann nehmen wir den hier mit. Und mit dem Skript, das ist relativ simpel. Es ist natürlich so, dass wir für den neuen Computer auch einen neuen Ordner kriegen. Der Haken ist nur, das Ding muss halt mindestens einmal irgendwas am Filesystem gemacht haben. Das heißt, wenn ich dieses hier mache, und das Ding kann übrigens auch das Skript gleich ausführen im Editor. Also es ist advanced. Advanced. So, dann wollte ich hier kurz zeigen. Da haben wir dann nämlich jetzt ID 3 und jetzt kann ich im Grunde das Harvest-Skript kurz zwischenspeichern und mir kurz mal auf den anderen Rechner kopieren. In-game würde das mit tollen Disketten funktionieren. Da gibt es Disketten und wir haben ein Filesystem am Computer, also wir können das dann dort alles live machen. Es gibt eine Strawpoll. Ah, ihr regt euch über die Shader auf und über den Texture Pack. Das Texture Pack würde ich behalten, weil das mag ich sehr gerne. Den Shader müssen wir unbedingt austauschen. Die Shader machen irgendwie Ärger. Die Shader machen eben, gerade in Höhlen produzieren die ständig diese Randartefakte hier. Die finde ich furchtbar.
Und nö, ich würde das Texture-Pack nicht austauschen. Könnt ihr so viele Straw-Pulse machen, wie ihr wollt. So.